Ton abfahren. Ton läuft. Haus im Haus, eins zum vierten Mal. Halt, wir wollen erst verraten, was Haus im Haus heißt. Wenn ein Architekt Ihnen vorschlagen würde, über Ihr Haus ein zweites, etwas Größeres zu stülpen, würden Sie ihn wahrscheinlich für verrückt halten. Dabei hat dieser Gedanke manches für sich. Wir kennen alle die mannigfaltigen Geräusche einer pulsierenden Großstadt. Sie pflanzen sich wellenartig mit einer Geschwindigkeit von 333 Metern in der Sekunde fort und dringen in unsere Wohnungen ein. Wir sind an diese Geräusche gewöhnt und nehmen sie kaum noch wahr. Es würde uns allerdings sofort auffallen, wenn in einem Film, dessen Handlung vor etwa 70 Jahren spielt, plötzlich das Signal eines Überfallwagens hereinschrillte. Dabei sind die hohen Tonfrequenzen, wie diese zum Beispiel, verhältnismäßig harmlos. Sie werden vom Mauerwerk zum Teil zurückgeworfen, zum Teil verschluckt. Anders ist es mit den tiefen Frequenzen. Um sie aufzuhalten, müsste man sehr dicke Mauern bauen oder, was wirtschaftlicher ist, solche mit einem breiten Hohlraum. Diese Explosionsramme verursacht Erschütterungen. Die hierdurch erzeugten Wellen bringen das Mauerwerk zum Mitschwingen. Nur ein schmaler, doch tiefer Schacht kann hier Abhilfe schaffen. Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse wollen wir nun mit dem Bau eines schallsicheren Tonfilmateliers nach dem Prinzip Haus im Haus beginnen. Hohlraum, Außenwand, Luftschicht, Innenwand und getrennte Fundamente. So sieht das auf der Zeichnung aus und so in der Wirklichkeit. Die eisernen Träger werden auf Isolierplatten aus Kork montiert. Sie erhalten bildlich gesprochen Pantoffeln, um die Erschütterungen nicht auf das Gebäude zu übertragen. Der Fußboden und die Kellerdecke aus Beton sind mit Baustahlgewebe armiert und erhalten dadurch eine große Reißfestigkeit. Die Seitenwände brauchen trotz der großen Länge und einer Spannweite von über 25 Metern nicht zu stark sein, da es sich hier um einen Eisenskelettbau handelt, für den 150 Tonnen Eisen verwendet werden. Das von der eigentlichen Halle isolierte Vordergebäude ist für die Aufnahme der zahlreichen technischen Abteilungen und der Garderoben bestimmt. Die Stahlkonstruktion der Wände des Schwimmbeckens wird mit Zement ausgegossen. Sie müssen dem Druck von 400.000 Liter Wasser standhalten. Die quadratischen Öffnungen in den Wänden des Schwimmbeckens erhalten nachträglich Fenster aus dickem optischem Glas. Bei Unterwasseraufnahmen werden hier die Scheinwerfer und die Bildkameras aufgestellt. Besondere Sorgfalt wird der Isolierung des Daches gewidmet, um das Dröhnen der darüber hinwegfliegenden Flugzeuge zu absorbieren.
Auf die Sparren werden zuerst lose hängend Holzfaserdämmmatten befestigt. Darüber 60 mm starke Betonplatten gelegt. Dann kommen zwei Lagen Dachpappe. Von innen wird eine zweite Decke gezogen und auf der Verschalung Heraklitplatten angebracht. Diese Platten bestehen aus Holzspänen mit Zement als Bindemittel. Sie haben einen hohen Schallschluckkoeffizienten. Die fertiggestellte Aufnahmehalle hat keine Fenster und ist von der Außenwelt hermetisch abgeschlossen. Eine Klimaanlage pumpt stündlich 50.000 Kubikmeter frische Luft durch diese vergitterten Öffnungen des Luftkanals in die Halle hinein. An einer anderen Stelle wird die verbrauchte Luft wieder abgesaugt. Um Ihnen ein vollständiges Bild eines Tonfilmstudios zu geben, wollen wir noch schnell die wichtigsten technischen Abteilungen zeigen. Hier das Architektenbüro, in dem die Dekorationen der Filme entworfen und geplant werden. Aus diesen flüchtigen Skizzen entstehen zunächst Miniaturbauten, die in den Werkstätten in Originalgröße nachgebildet werden. Für die Tischlerei eines Filmateliers gilt das Motto: Die schwierigsten Arbeiten werden sofort gemacht, für die unmöglichen braucht man etwas länger. Heute sind Bauernmöbel an der Reihe, morgen werden es vielleicht Rokokostühle sein. Aus Eisen fertigt hier ein Kunstschmied einen Kronleuchter an, der ein altes Patrizierhaus schmücken soll. In der Elektrowerkstatt werden hunderte von Scheinwerfern, von den kleinen Effektlampen mit einer 500 Watt Birne bis zu dem großen Aufheller mit 10.000 Watt instand gehalten. Das Arbeitsgebiet der Stuckateure ist nicht weniger umfangreich. Aus Gips werden hier sowohl korinthische Säulen als auch indische Götzenbilder oder das einfachste Fenstergesims gegossen. Eigenartig wirkt die Tätigkeit der Kunstmaler, die auf der Leinwand stehend mit langstieligen Pinseln und Bürsten ihre Arbeit verrichten. In diesem Fundus warten Hunderte von Türen und Fenstern aller Stilarten und Epochen auf ihre Verwendung. In der Dekorationswerkstatt nähen fleißige Hände aus Tüll, Rips, Samt und Seide Vorhänge und Möbelbezüge. Und nun etwas von der Tontechnik. Hier wird der Kommentar zu einem Kulturfilm aufgenommen. Der Toningenieur kontrolliert die Lautstärke und steuert die Aufnahme, während sein Assistent das Lichttongerät bedient und durch eine Lupe die Arbeit des Lichthahns beobachtet. Im großen Synchronraum wird in Gegenwart des Regiestabes die Mischung eines Spielfilms vorgenommen. Gleichzeitig mit dem Projektor, der das Bild auf die Leinwand wirft, laufen auf dem Bandspieler die getrennt aufgenommenen Tonbänder, Musik, Sprache, Geräusche. Sie werden den Situationen entsprechend gemischt und auf einem neuen Band vereinigt. In den Schneideräumen erhält dann der Film seine endgültige Form. Diese komplizierten Geräte benötigen eine dauernde Überwachung. Im tontechnischen Laboratorium werden die Instrumente nachgeeicht, die Frequenzkurven der Mikrofone und der Verstärker geprüft und mit Hilfe des Oszillographen auf den Klirrfaktor untersucht. Nun aber genug von der Technik. Wir laden Sie zu einer Filmaufnahme ein. Die Darsteller sind bereits geschminkt. Thank you.
In der Kostümberatung wird an einem Kleid noch schnell eine kleine Änderung vorgenommen. Im Atelier ist alles drehfertig. Die Musiker stimmen ihre Instrumente und warten auf den Einsatz. Der letzte Scheinwerfer wird auf das Praktikabel gehievt und dann ertönt das Kommando. Alles einschalten. Den 39 etwas neigen. Licht brennt. Ruhe bitte, abtuten. Ton läuft. Haus im Haus, eins zum fünften Mal.